Hey Leute, willkommen in meiner Tankstelle. Alter, ist der Ventilator niedrig? Willkommen zu Gas Station Simulator. Weiter geht's. Ich überlege gerade, ja, schwarz soll das da so bleiben. Und jetzt wollen wir die Farbe ändern und zwar mit Tab Shift. Machen wir mal, sollen wir Kaki-Braun? Kaki-Braun wäre doch eigentlich ideal fürs. Ja, Kaki-Braun und schwarz. Guck mal, sieht aber wirklich aus wie Kaki-Braun. Habe ich euch eigentlich mal die Geschichte erzählt? Es tut mir leid, ich rede am laufenden Band. Ich saß mal, da war ich, keine Ahnung, da 10, ich weiß nicht, 10, 11, sitze ich draußen. Wir haben damals bei meinem Opa gewohnt im Haus quasi mit. Und er lebt doch immer noch. Und ich saß halt draußen und er kam irgendwie dazu, auf der Bank halt vor der Haustür und wollte Schuhe am Putzen. Und aus so einem Grund hat er angefangen zu erzählen. Ich habe, glaube ich, Gameboy gespielt. Obwohl ich wüsste, wo Schuhcreme herkommt, ja? Und wie Opas halt so sind, eine riesen Story draus gemacht. Und zwar ist das Babyscheiße. Die werden. Kannst die Babyscheiße einsammeln und dahin schicken und die machen daraus hochwertige Schuhcreme und so. Ja, es ist. Genial. Ich habe ja schon mal eine Story erzählt von meinem Opa. Und zwar hat er uns immer gesagt, wenn wir in den Wald gehen, müssen wir uns einen Stock suchen. Und mit so eine Astgabel, ne, wenn ein Wildschwein kommt, müssen wir das dem Wildschwein in die Nase stecken, um uns zu verteidigen, ja. Und wir müssen natürlich vor den Säbelzahntigern aufpassen, aber ne, seitdem ist es halt so ein, ist das halt der Renner, ne? Ist halt der Joke immer so. Ja, ja, hier, denk an den Stock, ne? Den Wildschwein in die Nase stecken und so. Im Nachhinein, stellt euch vor, da wäre wirklich ein Wildschwein gekommen, hätten versucht, dem Nasenkabel in die Nase zu stecken. Ich glaube, das wäre nicht gut gegangen. Naja, hier sind wir wieder zurück bei Gas Station Simulator. Wir sind am Pinseln, ja. Wir sind gleich fertig. Aber na, Babyscheiße braun. Jetzt wisst ihr Bescheid, wo braune Farbe herkommt. Babyscheiße. Na, ist. ist total harmlos, ne? Aber, oh, guck mal, das kann ich auch machen. Jetzt kann ich hier sogar rein. Nicht, dass ich jetzt festbugge oder so. Schwarz-braun. Ist das jetzt auch außen fertig? Was soll ich denn jetzt machen? Finde das richtige Werkzeug, um den Kofferraum des Autos aufzubrechen. Oh, Senior! Einmal voll tanken. Warte auf die Bestellung des Kunden. Was auch immer jetzt eine Bestellung war. Ja klar, ich meine. Ich denke jetzt direkt an den Film Duell. Müsst ihr mal gucken, Duell. Alter Film, aber lasst euch drauf ein. Aber was für ein Kofferraum. Aufgabe erledigt. Jetzt haben wir einen. Wovon redet der bitte? Den Kofferraum? Was ist ein alter Dodge? Alter, guck mal, ja. Das Auto gilt als alt. Während da Autos rumfahren, die so alt sind, dass das Auto wahrscheinlich noch nicht mal geboren wurde. Ich bin ein bisschen verwirrt. So, jetzt, okay. Cool, ich bin gespannt. Wir machen einfach mal, ich bin der Beste. Ach, easy peasy, das wird schon. Oh, Mist. Oh. Das Bowl-Gemälde. Kann ich das jetzt irgendwie. Hängen das Bowl-Gemälde in der Tankstelle auf? Tab. Rucksack. Ach, das ist die Uhr. Das Bowl. Da muss das hin. Genau. Da. Und die Uhr trennt jetzt die Farben. Ja? Das war nämlich wichtig, dass wir irgendwie hier. Das geht wahrscheinlich gar nicht. Nee. Das dahin. Das ist cool. Nein! Wieso denn los? So. So. Guck. Kaufe 3 Regale im PC. Ich meine, weißt du, führe mich an einer Hand durchs Spiel, habe ich kein Problem mit. Weil das bis jetzt. Alkohol. Ja, natürlich kaufen wir jetzt Alkohol. Ach, für Softdrinks? Für Snacks? Small Softdrink Stand. LOL. Big Softdrink Stand. Wie viel Kohle haben wir denn? Lol, wir haben viel Kohle. Hätte er 3 gesagt, ne?
Platziere 3 Gerle im Inneren der Tankstelle. Shelves. Wir haben ein bisschen zu... Ich meine, wer baut denn so viele Fenster hier in das Haus rein? Wie dämlich. Also, Entschuldigung, aber... Ist das nicht ein bisschen dämlich? Oh, Senior! Ich meine, gibt's denn hier keine Glocke? Oder hub doch mal wenigstens. Ich meine, ich habe jetzt einiges. Soll ich mal zumachen, aber. So, jetzt ist mal die 3 Shelves. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute hier durch den Laden laufen. Warte mal, gibt es denn keine Taste? Ist doch schräg. Ist doch schräg. Ah, jetzt. Ist doch immer noch schräg. Oder ist das Haus schräg? Ich meine... Ach komm, wir packen die Dinger jetzt hier rein und gut ist. Wir machen das gleich anders. Nur damit das Essen schön warm wird. Nein! Mann! Warte mal, habe ich noch ein Getränkeding? Nee. Doch! Wie habe ich den gekauft? So, jetzt. Kaufe so diese Parkplätze. Was? Einrichtung. Parking Lot. Aber warum? Ach so, damit die parken und dann lol. Frei kaufen. You cannot make purchases before cleaning. Okay. Warte mal, dann machen wir das mal frei. Wir müssen auch nochmal tanken, ne? Oh! Senior! Ich weiß, ich bin ja kein... Ich weiß nicht, wir können ja Mexikaner oder so sein. Hallo, mein Name ist Hans. Ich bin der neue Tankstellenbesitzer. Brauchen Sie deutsches Superbenzin? Ja, ja, die deutschen Ingenieurskunst, bla bla bla. Fleißig, fleißig. Have a nice day. Ja, ja. So. Komm! Rudy. Rudy-Line, du kleines Schwein, du bist zu fein. Fahren wir zum Tankstelli-Line und füllen dich mal auf. Wir sind unser bester Kunde. Rudy Papuni. Oh Mann, wäre das doch cool, wenn... Ne? Warum kannst du nicht mal ein MMO geben? Mit sowas, ja? Jeder hat eine Tankstelle und ist der Beste. Ja, das ist aber jetzt doof. Rudy, warum geht das nicht? Geht das nur mit dem... Das ist jetzt merkwürdig. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Do we have destroyed? Kann sein. Wir machen jetzt erstmal den Sandhaufen weg, okay? Oh, das war's schon. Alter, Rudy voll am Brennen. Rudy! 102. Rudy bleibt jetzt hier gleich stecken. Ich muss jetzt gleich mal Rudy irgendwie resetten. Komm, was machen wir jetzt mal gerade? Boah, ich glaube, irgendwas stimmt mit der Tankstelle nicht mehr. Ich weiß doch gar nicht, wie viel Benzin wir noch haben. Die Säule ist aber kaputt. Oder es gibt nichts mehr. Oh ja. Ich mach mal zu, ne? Vielleicht fixt das ja alles Mögliche. Ich hab jetzt kein Benzin. Fahr weiter, du Lappen. Lapine, Entschuldigung.
cool. Aber es ist trotzdem eine schöne Einstieg in eine Animation irgendwie. So, okay. Kaufe zusätzliche Parkplätze. Das geht jetzt gerade nicht. Wir können den einen Parkplatz schon kaufen. Einrichtung Parking Lot. Den da. Frei kaufen. Sieht die echt so aus? Kann ich die nicht noch frei ausschubbeln oder so? Was ein cooles Spiel. Meine Güte. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass das so cool ist. Ah, Onkel Bob wieder wahrscheinlich. Hello. I see the business is doing well. I'm calling to congratulate you on successfully getting it off the ground. But you can't run a business on fuel alone. I've had a few of my people deliver some extra stock for those empty shelves of yours. Time to talk money. You now owe me. Well, I'll send you the invoice to your email. Don't miss it. I'm sorry, nephew, but there is just no room for charity in this world. I hope you'll find it within your finances to repay the debt. Otherwise, we'll be forced to see to more persuasive methods of reimbursement. Arsch. Don't have me wait too long now. Goodbye. Snap. Wow, your chef has been... Achso, warte mal. Wie habe ich ihn nochmal genannt? Jefferson? Jefferson? Jefferson. Jeffrey. Ich hab's vergessen. Du bist jetzt der... Jonathan. Jonathan! Der Jonathan. Ah, oh, cool. Kann ich davon auch was nehmen? Und wegwerfen. Nee, nee, nee. Ah, toll. Hier. Ah, egal. Kann ich nicht irgendwie... Ich meine, warum ist das so schäbig? Ich meine... Irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube... Oh, oh. Gibt's hier auch einen Notfallknopf? Ich resette jetzt erstmal den Rudy, okay? Wir setten jetzt mal den Rudy. Vielleicht kann ich auch einfach hier zapfen. Warehouse. Oh, hier ist ein Hydrant. Brennt das hier auch ab? Guck mal, das ist eine richtige Car... Ach, das ist eine Carwash. So, Rudy. Vielleicht hast du ja funktioniert oder auch nicht. Also wenn jetzt unser... Vielleicht müssen wir einfach laden. Time left. Remaining loan, 5000. Ach, scheiße. Bediene den Kunden an der Kasse. Oh! Was für ein Kunde! So, ich muss mal wieder aufmachen. Aber es geht immer noch nicht. Warte mal, wir müssen mal kurz neu... Entweder habe ich irgendwas verkackt oder... Laden. Serve Customer. Wer ist das denn? Arbeitet die dann hier? Oder bin ich das? Das ist Dennis, der Sack. Aha. Sehr gut, das funktioniert wieder. Jetzt können wir wieder aufmachen. Jetzt können wir auch Rudy aufladen. Rudy! Open! Okay, sehr gut. Die Stromleitung müssen wir auch mal reparieren. Das ist schon ein bisschen gefährlich. So, Rudy, wir müssen mal miteinander reden. So geht das nicht weiter mit uns beiden. Du musst ein bisschen besser... Oh, guck mal, Rudy wurde resettet wegen dem Laden. Alter, was ist eine Sprungschanze? Oh Gott. Es ist viel zu viel hier bei dem Spiel. So, Rudy, los geht's. Rudy Pampuri. Rudy Booty Booty. Rudy Lully Duty. Remaining Loan, minus 5000. Aber wie soll ich das denn in der Zeit bitte abliefern? Was ist los mit dem? Ja, da kommt ein Kunde. Ich komme, ich komme.
job. Bitteschön. Jedes Produkt, das in den Korb fällt, ohne gescannt zu werden oder aus der Kasse herausfällt, erhält der Kunde kostenlos. Guck mal, da kommt der Nächste. Rudy, schnell! Ach, der hält die an! Schnell weg hier, Rudy! Ja, ja! Kauf alles! Rudy, wir müssen uns beeilen! Schnell, Rudy! Ist das ein cooles Spiel? Das will ich sehen, das will ich sehen. Rudy, schnell, schnell, schnell. Kann er umbringen und seine Karre klauen und verkaufen. Schulden begleichen. Alter, der geht da sogar hin. So, Senior. Hoffentlich raubt er einen nicht aus. Und jetzt? Okay. Verwende. Okay. Hier ist aber nichts. Drücke Shift, um das Spiel zu starten. Okay. Ist das geil. You're a lifesaver. Oh, $1.03. Wow. Wie soll ich... Ich hab doch gar nichts mehr. Wie soll ich denn bitte so viel zurückzahlen? 5000 für ein bisschen Essen? Oh Mann, ey, im Ernst? Mein Onkel ist ein Krimineller. Ja? Was anderes ist der gar nicht. Scan-Combo. Alter, ich bin der Beste. Ich baue auch eine Tankstelle auf. Hey, Pong. Where's our goddamn money? Oh, shit. Alter. Das ist schon mein reicher Onkel oder so. Ach sogar, 24-7 Tankstelle. Heisenberg oder was? Wake up, Sam. You've got a gas station to run. Ist mein Onkel. Alter, guck mal, ist das Gold am Auto? Waren das jetzt seine Schläger? Alter. Wir müssen unbedingt das Geld zurückzahlen. Hey, Nephew. Back on your feet? I hope your head's no longer spinning. Thanks for picking up. We need to talk. There was a mistake, a serious one. You can rest easy knowing I will have the responsible people dealt proper retribution for what has happened. The amount of time on your investment loan deadline was rendered far too short for what the amount was. It's plain bad business. And I don't make bad business decisions. Let's forget about this debacle for the time being. As a token of apology, please accept this small gift. It will help with your next delivery. No strings attached. However, you will need to make the warehouse operational again to receive it. Somehow. You're a resolute lad. You'll figure it out. Der Schläger gehörte wirklich meinem Onkel. Und er entschuldigt sich für das Missverständnis. Das war, eigentlich zu krass für die minimale Höhe, die eigentlich... Ach, keine Ahnung, Alter.
What's happening? Der Sack, ey. Okay. Los, der Laden ist wieder geöffnet. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Hans. Ich bin Ihre Tankstellen-Prinzessin. Ich muss hier drauf... Schade, dass sie nicht irgendwie überall hinsprühen kann. Sie anzünden. Wollte ich gerade sagen. Ja, ich weiß. Man nennt mich nicht ohne Grund den Besten. Oh, Rudy ist wieder zurück. Das gibt's doch nicht. You have got mail. Oh, Mann, ich habe aber keinen Bock auf die E-Mails. Dekoration, Indoor, warte mal. Werkzeuge, E-Mail. Ach du Scheiße. So, unwichtig. Dekoration. Indoor, Außenbereich. Ach, cool. Aber... ist das jetzt das Einzige? Kleiner Tisch... Ach lol, aber es ist vorgegeben, ne? Aber es macht nichts. So, warte mal. Wir müssen mal weiter streichen. Meine Parkplätze haben wir ein, das reicht erstmal. Wir müssen mal hier ein bisschen... Schon wieder eine E-Mail. Warte mal, Gas Station Level 1, more info. Level up, lol, free. Fuel. Was bedeutet... Ah, lol, guck mal, wir haben ein Vordach. Ich muss irgendjemanden einstellen. Wie nennt man denn so Praktikanten? Ach, Alter, der Laden ist größer geworden. Oh, jetzt ist ja geil. Ah, guck mal, die Uhr steht hier. Mann, ist das cool. Was soll das denn jetzt? Okay, warte mal. Find a way to open warehouse. Warte mal, was soll das denn jetzt? Find. Oh, jetzt hab ich's. Ich möchte gerne den Schrottplatz aufräumen und so. Okay. Komm, das ist doch wahrscheinlich Roof Painting. Okay, kein Loch im Dach. Find the way to open the... Ah, ja. Oh, Leute, was ist denn hier los? Alter, das ist ein Animatronik. Ah, hier ist nur ein Teddybär. Ich hab direkt... Ist das Müll? Was ist denn hier los? Press F to play. Yeah. Okay. Aber man kann auch bestimmt so alle meine Entchen. Ladies and Gentlemen, das ist ein Song. Da geht es um Liebe. Und Vergangenheit. Ich höre jetzt auf. ist alles Müll, ja? Weil das steht ja immer aufheben. Dann denke ich immer, es ist Müll. Da hast du den Schalter. Be careful, keep your warehouse gates closed, otherwise someone may steal it from you. Aber... Okay. Remove haystack. Make warehouse operational again. Alter, Heuballen sind gar nicht mal so billig, ja? Haben hier Landwirte? Was kostet so ein Heuballen? So ein großer Runder. Was ist das für ein Wert? Hat der in Wirklichkeit so ungefähr? Das würde ich mal gerne wissen. Ich weiß, hier sind einige, die kennen sich damit aus. Ich bin jetzt Wachtelhalter und, na, will nicht immer Schrottheu aus dem Laden kaufen. Wachtel mal. Also Heuballen wegwerfen ist gestört. Das tut man nicht. Da blutet mein Herz. Alter, das ist Bargeld, was ich wegwerfe.
Während andere mit Koks handeln, handeln andere mit Heuballen. Hey, willst du Heu kaufen? Alter, hier ist auch überall Heu. Wo hat er das bitte her? Wo hat er denn hier bitte? Also. Okay, was ist das hier? Ist noch mehr Heu. So, ich meine, ne? Country Band. Ich meine, was soll's? War ja klar. Aufgabe erledigt. Gut, dann haben wir das erstmal frei. Aber ich meine, wir müssen die Mission ja nicht unbedingt sofort freischalten. Ich meine, ich könnte hier generell mal aufräumen. Einfach mal aufräumen. Können die andere auch noch freiräumen. Ich hoffe, ich könnte lernen, schneller werfen zu können, oder... Alter, guck mal, wie weit das geflogen ist! Alter, ich muss schon mal ein bisschen... Oh, alter, Kunden. Drei Kunden an der Kasse? Ach du Scheiße. Ich brauch so eine Klingel. Nein! Alter, es geht? Na gut. Kann ich noch mehrmals scannen? Komm, los! Ihr Zwillingsschwestern. Mann, die sind aber alle hier im Top-Alter. Ja, Top-Proportionen. Halt, da geht's nicht raus. Ne? Im Land der Idealmenschen hier. Ach, cool. Cooles Auto. Passt gar nicht zu euch. Oh. Na, kommt wieder, Mister. Ich will umsonst tanken. Ah, Officer Jeremy, ne? Oder Clarkson? Ich hab's vergessen, irgendwie so. Ist der gleiche. Yeah. Officer Lappen. Have a nice day. Ja, ja. Guck mal, wer ist denn da jetzt weggefahren? Was ist das hier für eine Straße? Ach so, das sind die Leute, die geparkt hatten. Ach ja, das waren ja drei. Drei. Oh, cool. Okay, warte, wir räumen erstmal noch auf. Das ist viel zu schäbig hier. Ich muss jetzt mal, bevor ich die Müllabfuhr rufe, erstmal hier alles aufräumen. In Schäbighausen. Willkommen zur Walter-Stelle. Walter-Tankstelle. Walter-Gas-Station. Oh, kommt wieder ein neuer. Die Griswolds kommen bestimmt auch. Auf dem Weg nach Wally World. Ja, wir kaufen ein Upgrade und es ist direkt Müll drin. Mist, das Ding ist auch bald leer. Ach, Mann. Was, das war alles? Flamingo, lol. Warte mal, Lieferung. Ich mach mal Garbage Collection, ich hol den mal. Alter, wie schnell ist der denn bitte? Achso, ich dachte gerade. Ich dachte, der wäre hier gerade vorgefahren. Halt! Namen der Mülltonne! Wir tun alles rein, was wir jetzt gerade so finden. Ah, okay. I was worried we'd be stranded. Restore. Nee, das machen wir noch nicht. Alter, Röhrenbildschirme. Guck mal! Na, es gibt bestimmt Menschen, die gucken zu, die kennen sowas gar nicht. Ja? Hier. Alter, davon hatte ich damals zwei auf dem Tisch. Und die waren so groß. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Die Tische waren kleiner als den, den ich jetzt habe. Ich meine, wie ist das überhaupt möglich gewesen?
Alter, und dann LAN-Party, ne? Wäre die Bildschirme nicht so groß gewesen, dann hätte das wahrscheinlich nochmal den Spaß um die Hälfte verdoppelt. Aber LAN-Partys sind auch nicht mehr wichtig. Oh, warte, warte! Alles muss weg. Oh. Hey, Mülljohn. Johnny Mülltonne oder so. Heißt er jetzt? Okay. Müssen wir neues... oh, wir müssen noch sauber machen. Ach du Scheiße. Warte, ich kaufe erstmal noch... Aber wo kriege ich denn bitte Essen her? Das hier wahrscheinlich, ne? Locked. Da muss ich mit der Mission weitermachen. Okay, warte mal. Wie schaffen es die Leute, über meinen Laden so dreckig zu machen? Ich hab mich eben aufgeregt, dass es nicht realistisch genug ist. Und jetzt kann ich hier Müll rumschieben. Ich raste aus. Ah, ich komme. Great job. Ich komme. Bing, bing, bing. So, wie jetzt kommt noch einer. Ich überlege gerade, muss ich alles wegwerfen? Ich meine aber, wir wollen ja hier mehr Platz haben, ne? Ah, siehste. Ach, scheiße, ich muss hier aufhören. Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Gas Station Simulator. Mann, ist das cool. Ohne Witz. Bis dahin, haut rein, Leute.